Willkommen zurück, liebe Paare. Wir sind im Paso Doble. Ich möchte euch heute die Traveling Spins zeigen. Eine sehr, sehr schöne Figur, die unglaublich viel Spaß macht. Meine Herren, starten wir mit euch. Ihr habt einen Appell, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist doch mal einfach, oder? Jetzt hast du Appell und lauf dann königlich entlang. Ja? Schön zu tanzen. Appell, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind die Traveling Spins. Von den Schritten her wirklich nicht schwer. Gewicht ist auch immer ganz unten. Ihr habt einen Appell, 2, die Dame dreht, die Dame dreht, die Dame dreht. Und ihr kommt an. Fast hätte ich den Schritt vergessen. Das waren die Schritte für den Herren. Ja? Was tut ihr, wenn die Dame dreht? Ihr habt gesehen, dass meine Hand immer so gewedelt hat. Das war die Führung. Appell, Hand geht hoch, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Am besten legt man dabei die Hand noch auf den Rücken, dann stabilisiert man sie. Aber das ist die Führung der Traveling Spins. Ich zeige es nochmal, meine Herren, für euch. Appell, Hand hoch, Dame führen, raus. Führen, raus. Sie dreht immer, führen, raus. Und dann würdet ihr sie am Ende nur noch halten. Macht super viel Spaß, ist einfach zu tanzen. Kommen wir zu euch, meine Damen. Ihr tanzt. Appell, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gleich nochmal getanzt für euch. Ist schön, ich mag ihn. Ja? Ihr tanzt. Appell, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ihr dreht, schaut nicht zum Herrn. Ihr habt gesehen, ich habe mir einen Punkt an der Wand gesucht, da tanze ich hin. Ja? Ich nehme jetzt mal euch als Punkt. Ja? Ihr tanzt Appell, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Ich habe die ganze Zeit zu euch geguckt und deswegen ist es auch schön zu tanzen. Nochmal für euch, tanzt mit. Man muss sich von hier drüben tanzen. Ihr habt Appell, seine Hand geht hoch. Das heißt, ihr wisst, es kommt der Spin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enden könnt ihr das Ganze mit The Hood oder The Cake genannt. Zeige ich euch in einem anderen Video. Kommt nochmal hinten dran oder schaut unter Figurenfolgen, da habe ich das Ganze auch nochmal kombiniert. Vielleicht noch zum Abschluss, wo würde ich das tanzen? Ich würde das Ganze entlang Tanzrichtung tanzen, weil es wunderbar geht und ihr auch dann immer gucken könnt, ob ihr den Platz für diese Traveling Spins habt. Ihr habt gesehen, das ist ja eine sehr raumgreifende Figur, aber sie ist super einfach zu tanzen, daher probiert sie gerne mal aus. Habt viel Spaß beim Üben.